Hallo liebe Audio und heute besonders liebe Phono-Freunde. Ich stelle euch heute einen Phono-Vorverstärker der, ich sag mal, Extraklasse vor. Johann Sebastian Bach heißt das gute Stück von Linnenberg Audio aus deutscher Fertigung. Ihr seht es an den Proportionen dieses Brummers, der hier vor mir steht, zu meinem Körper. Das ist nicht nur, wie wir später hören werden, klanglich eine Ansage, sondern auch vom gesamten Gerätedesign und vom Gerätevolumen eine Ansage. Ja, warum ist jetzt diese Phono-Vorstufe vielleicht besser als andere oder was macht das ganze Gerät aus? Es sind im Prinzip die Summe von verschiedenen Faktoren. Wir haben einerseits, wie wir von Linnenberg Audio gewohnt sind, eine extrem hohe Bauteilqualität. Es ist ein vollsymmetrischer Aufbau der Phono-Vorstufe, also nicht nur XLR-Eingänge, sondern im inneren Gerät ist das Ganze wirklich vollsymmetrisch aufgebaut. Wir haben eine extreme Geräuscharmut, die natürlich auch wieder von diesem vollsymmetrischen Aufbau und der Bauteilqualität mit herrührt. Wir haben eine Flexibilität, wir können hier MM und MC-Tonabnehmer und zwar beide parallel gleichzeitig oder auch zwei MM-Tonabnehmer, wie auch immer, an dieser Phono-Vorstufe anschließen und wir haben ein sehr intuitives und fortschrittliches Bedienkonzept. Also nichts mehr mit Mäuseklavier und Co., sondern an der Front wirklich eine sehr, sehr schöne Bedienkonzeption, wie wir nachher noch im Detail sehen werden. Zu den technischen Daten innen und außen. Wir haben hier in diesem wirklich wunderbar gefertigten, tollen Gehäuse, massiven Gehäuse, ich glaube, das kommt auf über 12 Kilogramm, wenn man das hochhebt. 45 cm in der Tiefe, 25 cm gut in der Breite, 21 cm in der Höhe, nur um mal das Ganze rüber zu bringen. Eine exzellente Bauteilqualität verborgen. Zwei Beispiele dazu. Wir haben vergoldete bistabile Relais, die dort verbaut wurden, damit die Positionen bei der Auswahl, ob man jetzt bei der Widerstandsauswahl oder bei der Eingangsauswahl sich befindet, dass die wirklich wie ein mechanischer Schalter sozusagen einrasten und ohne eine Spannung diese Position halten. Wir haben ein Widerstandsnetzwerk mit einer Toleranz von 0,05% zueinander, was wiederum zu einer extremen Stabilität, auch unabhängig von Wärmeschwankungen führt. Beim Filternetzwerk reden wir einerseits über die RIA-Entzerrung, ist passiv umgesetzt wie bei so vielen Phono-Vorstufen und erreicht hier eine Toleranz von sage und schreibe 0,1 dB über den gesamten Frequenzverlauf an Abweichung. Das ist wirklich sensationell gut. Wir haben des Weiteren noch einen Subsonic-Filter, der bei 5 Hertz sozusagen einsetzt und eine Steilheit von 12 dB aufweist. Und diese Filterungen, die natürlich mit dem Signal passieren, die finden sozusagen zwischen diesen vollsymmetrischen Stufen statt. Und deswegen haben wir eine extrem cleane und saubere Signalverarbeitung im Gerät. Wie lauten die Werte, die daraus resultieren für den Signalrauschabstand? Das ist ja immer besonders wichtig bei einer Phono-Vorstufe. Was rauscht damit oder was eben nicht? Wir haben beim MC-Betrieb bei einer Verstärkung von 70 dB einen Wert von sage und schreibe 77 dB Geräuschabstand A gewichtet. Bei der MM-Messung einen Wert von sage und schreibe 93 dB Signalrauschabstand. Das Ganze A gewichtet, damit man es mal mit anderen Phono-Vorstufen vergleichen kann. Ich finde es aber auch schön, dass Linnenberg Audio immer die Geräuschabstandswerte oder Signalrauschabstandswerte über den gesamten Frequenzgang mit angibt in der Anleitung. Da sind wir dann bei immer noch bei sage und schreibe 80 dB und bei MC über 60 dB. Das sind also wirklich exzellente Werte und die führen dann eben zu einem extrem, zu einem extrem sauberen Klangbild von einem wirklich schwarzen Hintergrund und das kann natürlich dann auch gewisse Details, die auf der Platte verborgen sind, deutlich besser herausarbeiten als ein Gerät, das natürlich verschiedenen Störeinflüssen ausgesetzt ist und das eben nicht so konsequent aufgebaut ist. Vielleicht noch ein Wort gleich zum Netzteil dazu. Man könnte jetzt erwarten, dass bei einem solchen Gerät das Netzteil in ein separates Gehäuse ausgelagert ist. Dazu hat auch tatsächlich Ivo Linnenberg Versuche gemacht, hat sich aber dann final entschieden, das Ganze in ein Gehäuse unterzubringen und zwar mit einem Schaltnetzteil. Jetzt
Schreien vielleicht viele auf, oh, da muss doch Linearnetzteil und so weiter rein, ist doch viel besser. Die Begründung von Ivo Lindenberg finde ich sehr logisch. Und zwar ist es so, dass die Linearnetzteile ihre größten Störanfälligkeiten um eine Frequenz von ungefähr 50 Hertz aufweisen. Jetzt ist es aber so, dass die RIA-Kurve, die ja zwangsweise das Plattensignal entzerrt, genau um diesen Frequenzbereich herum eine Anhebung von sage und schreibe 15 dB hat. Also nur um mal das in Relation zu stellen, 10 dB plus heißt immer eine gehörtechnische Verdopplung der Lautstärke. Und gleichzeitig haben die Schaltnetzteile ihre, wenn man so will, Schwäche in sehr, sehr hohen Frequenzen. Und diese hohen Frequenzen werden aber durch die RIA-Kurve oder durch die RIA-Entzerrung, wie sie vorgeschrieben ist, sehr deutlich wiederum nach unten abgesenkt. So. Entscheidet selbst, ist doch eigentlich eine total logische Argumentation. Das heißt, dort, wo letztendlich das Netzteil Störungen verursacht, habe ich eine ganz natürliche Absenkung der Lautstärke schon durch die RIA-Entzerrung eingebaut. Finde ich einen coolen Ansatz, habe ich so selber noch gar nicht vorher darüber nachgedacht, finde ich aber, wie gesagt, sehr, sehr logisch. Jetzt zeige ich euch mal live das tolle Bedienkonzept der Johann Sebastian Bach. Unten ist der Einschalter, leuchtet dann blau, wie ihr seht. Und ich kann dann mit einem Klick auf die beiden Eingänge A auswählen in dem Fall. Und dann sind sozusagen die Auswahl des Gains und die Auswahl der Abschlusswiderstände aktiv, was ich dann bequem immer wieder über Klicken dieser Taste tun kann. Ganz wichtig, da ist auch eine Intelligenz eingebaut. Ich kann jetzt zum Beispiel für die MC-Geschichten oder für die Widerstände, die für MC gedacht sind, beliebige Gains kombinieren. Ich kann aber, wenn ich die Verstärkung auf 70 oder 60 eingestellt habe, nicht auf 47 Kiloohm wechseln. Wenn ich das tun möchte, wie man hier sieht, müssen die 50 dB Gain eingestellt sein. Also ist in gewisser Weise ein sehr intelligentes Konzept. Jetzt kann ich mit einem Klick auf den Eingang B wechseln und dort das Gleiche machen. Also für den zweiten Tonabnehmer, den ich angeschlossen habe, eben eine andere Einstellung bezüglich der Abschlusswiderstände und bezüglich des Gains auswählen. Und immer der letzte Stand, der dann ausgewählt ist, wird dann im Gerät gespeichert und das Ganze geht dann nach ein paar Sekunden automatisch aus. Das heißt, man ist danach nicht geflasht von den verschiedenen Lämpchen, nur der Ein- und Ausschalter bleibt an. Nun zur Rückseite des Geräts. Da haben wir natürlich einmal den obligatorischen Haupt-An- und Ausschalter. Wir haben dann den rein symmetrischen Output. Dann haben wir die Erdungsklemmenvorrichtung, die sehr, sehr schön gemacht ist als Bananenstecker, den ich bequem in die Buchsen oder beziehungsweise zwei Buchsen auch stecken kann. Ist auch gut, dass da zwei sind und den ich sehr, sehr gut mit allen Arten und Größen von Tonarm-Erdungskabeln verschrauben kann. Also das ist sehr, sehr schön gelöst, habe ich so sauber noch nie gesehen, auch wenn es nur ein kleines Detail ist. Dann habe ich natürlich die zwei Eingänge, einmal oben Input A, symmetrisch und unsymmetrisch und unten dann Input B, auch wiederum symmetrisch und unsymmetrisch. Was ganz, ganz wichtig ist, ich kann über die, nehmen wir mal an, ich habe symmetrische Eingänge genutzt, was man ja tun sollte im Idealfall, das Tonabnehmersignal ist ja symmetrisch, dann kann ich die beiden Cinch-Buchsen dazu nutzen, um mir individuelle Widerstandswerte zu generieren. Das zeige ich euch ganz kurz anhand einer Excel-Tabelle. Für die Spitzfindigen unter euch ist natürlich hier nicht Excel, sondern Numbers in dem Fall vollkommen wurscht. Ich habe hier in die erste Spalte die Widerstände, die man an der Johann Sebastian Bach direkt auswählen kann, eingetragen. 1 Kiloohm, 300 Ohm, 100 Ohm, 30 Ohm. Und eine zweite Spalte gemacht mit Widerständen, die man dann über so einen Cinch-Stecker beliebig vergeben kann, um dann einen in der dritten Spalte resultierenden Gesamtwiderstand zu erzielen. Der ergibt sich aus der Formel R1 mal R2 geteilt durch Klammer auf R1 plus R2 Klammer zu. Und ihr seht schon, ich kann mir dann beliebige Widerstandswerte je nach Definition des zweiten Widerstands zurechtmachen. Manche sagen zum Beispiel für ein SPU bin ich der Meinung, dass es mit 12 Ohm noch besser klingt als mit den hier standardmäßig vorgesehenen 30. Kein Problem, löte ich mir einen 20 Ohm Widerstand in den Cinch-Stecker hinein und schon habe ich diesen Wunschwiderstand. Ich persönlich habe zum Beispiel ein Mutec Hayabusa an der Johann Sebastian Bach hängen und habe mir Cinch-Stecker gebaut, um auf einen Abschlusswiderstand von 200 Ohm zu kommen, der dann nach meinem Empfinden noch besser klingt als die 100 oder die 300. Die
Nuancen oder ich sage mal, die Unterschiede sind jetzt nicht riesig, das muss man auch immer bei diesen Geschichten sagen, aber sie können nachvollzogen werden und warum soll man dann hier bei einem Gerät dieser Klasse irgendeinen Kompromiss machen? Hier seht ihr nochmal, wie das ausschaut in der Realität. Das ist also jetzt ein Zündstecker, wo dann so einen eingelöteten Widerstand hat. Und so schaut das Ganze dann aus, wenn die hinten an der Johann Sebastian Bach reingesteckt sind. Und parallel dazu muss natürlich der Output über die XLR-Stecker, der Input über die XLR-Stecker belegt sein. Noch ein Blick ins Innere des Geräts. Dort sieht man die von Linnenberg Audio ja auch erwartete extrem saubere Gestaltung und das wirklich vorbildliche Platinenlayout. Wir haben hier im rechten Bereich die beiden Platinen für den Eingang 1 und den Eingang 2. Man sieht da auch schon den vollsymmetrischen, konsequenten Doppelmonoaufbau und im linken Bereich das ganze Thema Stromversorgung untergebracht und im unteren Bereich auf dem Bild, das ist praktisch die Steuerplatine für die Schaltungen, die man an der Front vornimmt über die verschiedenen Relais und dort die Widerstände bzw. die Eingänge auswählt. Was macht die Johann Sebastian Bach nun klanglich besonders? Zunächst mal ist es eine Phono-Vorstufe, die extrem detailreich klingt, die also Dinge aus der Rille kitzelt, die ich mit einer anderen Phono-Vorstufe nicht höre. Also ich meine es nicht Knackser, sondern wirklich Mikroinformation, musikalische, die drinsteckt, aber die oft verborgen bleibt. Das ist natürlich wiederum eine Folge dieser exzellenten technischen Werte, des Signalrauschabstands, der exzellenten Kanaltrennung, die gar nicht messbar ist mehr, so gut ist die, damit dieser Effekt sozusagen zutage tritt. Jetzt könnte man meinen, das finde ich die andere Besonderheit, dass so ein Gerät dann eher, ja, ich nenne es mal neutral analytisch klingt. Das tut es nicht. Insbesondere nicht, wenn sie 20 Minuten läuft. Das muss man auch dazu sagen. Ich finde, dann merkt man nochmal, jetzt ist es extrem rund und angenehm. Nein, ich finde, diese Phono-Vorstufe bringt auf jeden Fall analogen Touch ins Klangbild. Also sprich, sie ist nicht auf der analytischen Seite, sie klingt absolut rund, stimmig und vielleicht sogar bringt sie einen Schuss Wärme rein. Obwohl sie jetzt eigentlich angesichts der neutralen technischen Werte oder des neutralen Ansatzes gar nicht dürfte. Ist aber für mich in den Ohren ein Effekt, den ich beim Hören mit dieser Phono-Vorstufe habe und der für mich natürlich ja, ein sehr, sehr angenehmer Effekt ist, muss ich sagen, den ich dann wirklich toll finde, gerade wenn Stimmen sich dann entfalten, die dann eben schon direkt klingen, die ehrlich klingen, die so klingen, als ob die Person wirklich vor mir steht, die aber nie in irgendeiner Form harsch klingen oder sagen, oh, jetzt tut es mir aber bei Kari Bremnes, wenn sie gerade ein bisschen mehr aus sich rausgeht, leicht im Ohr weh. Das tut es mir hier definitiv nicht. Und das ist, finde ich, ein Kunststück. Genauso wie es ein Kunststück ist, im Bassbereich einerseits sehr voluminös zu klingen, also da ist wirklich Substanz da und andererseits extrem präzise. Ne? Das ist ja oft ein bisschen Widerspruch. Ich habe schon Röhrengeräte gehört, die waren dann im Bass aufs erste Hören sehr beeindruckend, mit sehr viel Volumen ausgestattet. Fast ein Ticken dann zu aufgedickt und das hat dann wiederum die Folge, dass es auf Kosten der Präzision geht. Gleichzeitig klingen manche Phono-Vorstufen, die ja extrem präzise arbeiten im Bassbereich, dann schon wieder fast ein bisschen langweilig. Und das, finde ich, vereint die Johann Sebastian Bach auf eine sehr, sehr einzigartige Weise im Bassklangbild. Fazit von meiner Seite: Wer in Sachen Phono-Vorverstärker sich sowohl in diese preislichen als auch klanglichen Gefilde mal begeben möchte, dem sei es wirklich ans Herz gelegt, sich die Johann Sebastian Bach von Linnenberg zu Hause in seinem Setup mal anzuhören. Deswegen gibt es auch als Service von mir einen wunderschönen großen Schalenkoffer, gut gepolstert, mit dem dieses Gerät auch per Post bzw. Versanddienst an euch geschickt werden kann zum Ausprobieren. So eine Anschaffung will wohl überlegt sein und deswegen ist es selbstverständlich, dass man das Ganze auch entsprechend mal bei sich testen kann und auch tun sollte. Wer das dann getan hat, so wie ich, und bei mir ist die Johann Sebastian Bach ein fester Bestandteil meines Phono-Setups geworden, der hat hoffentlich für die Zukunft einen Schritt getan, den er nicht bereut und an dem er vor allem sehr, sehr lang und intensiv analoge Freude empfinden wird. In diesem Sinne,
Wenn weitere Fragen sind, meldet euch gern bei mir auf meiner Website. Den Link habe ich unten nochmal aufgeführt. Findet ihr natürlich auch nochmal alle Daten zu dieser Phono-Vorstufe. Ich wünsche euch wunderschöne analoge Hörmomente und hoffentlich bis bald.